Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Punch Club. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Ja, im letzten Part haben wir genau an der Stelle hier aufgehört. Machen jetzt hier direkt weiter. Wir sind am Tag 12. Ich dachte mir jetzt, bevor unsere Ausdauer, ach Quatsch, unser Essen und unsere Energie auf Null sinkt, oder um die halt runterzukriegen, sage ich mal, gehen wir nochmal ein bisschen arbeiten, aber diesmal wieder auf der Baustelle. Weil es einfach erstens mehr Geld bringt und zweitens wir noch die Werte trainieren. Und ich wollte mal gucken, aber okay, es zieht hart an der Energie. Okay, das zieht richtig hart an der Energie. Was schaffen wir denn hier? Ja, die Liga werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch überspringen. Es zieht auch an der Energie. Okay. Dann gehen wir mal wieder zu Apu. Du siehst heute wieder besonders stark aus, mein Freund. Okay. Mit denen hier können wir bestimmt auch noch irgendwann was machen. Das ist aufgeräumt. Nicht alles wieder ausgeben hier. So sieht gut aus. Dann können wir nämlich im nächsten Mal jetzt wieder einmal schön trainieren. Vielleicht sollte ich mich doch für die Liga anmelden. Letzter Tag. Anmeldung letzter Tag. Nee, komm. Wir gehen nach Hause. Und hauen uns aufs Ohr. Machen wir einmal Fleisch und einmal Pizza. Und weiter schlafen. Und dann gehen wir in die Muckibude. So, reicht einmal Fleisch? Nicht, dann nehmen wir noch eine Limonade dazu. Noch eine Limonade. Und dann sind wir voll und dann gehen wir schön trainieren. Muckibude. Dann machen wir erstmal das Geschick hoch. Auf geht's. Muss mal schauen, wie lange jetzt ein Part geht immer. 20, 25, 30 Minuten. Weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Ausdauer hochkriegen, damit wir kämpfen können einmal. Anmeldung in 2 Tagen. Okay, mach weiter bitte. Damit wir den Wert auf 4 kriegen, dann im nächsten Ligakampf vielleicht einen Kampf gewinnen und dann kriegen wir Talentpunkte. Oder wir machen hier noch einen Übungskampf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Mal schauen. So, Geschick ist fast am Ende. Kostet das hier eigentlich Zeit? Ja, es kostet Zeit, okay. Nicht mal wenig. Dass wir auch stärker noch auf 2 bekommen oder 2 lassen können. Was kommt? Geschick bitte auf 2. Anmeldung morgen. Okay, hier ist er jetzt auch erschöpft.
Okay, das ist krass, das Teil hier. Gut, wir haben auch sowieso Hunger, dann versuchen wir noch schnell einen Übungskampf vielleicht. Übungskampf für 20, hau raus. Versuchen es wieder mit dem Tritt. Macht der eigentlich mehr Schaden? Der macht 2 Schaden, 100% Trefferchance und Ausdauerverbrauch. Jetzt habe ich das langsam verstanden. Der macht aber nur 2 Schaden. Der hat 75 Trefferchance, 3 Ausdauer. Macht 5 Schaden. Okay, und der hier 4 Schaden, 85%. Okay. Ist der ja eigentlich besser, wa? Achso, wir haben ja jetzt 3 Talente, stimmt. Nice. Das sieht schon nicht schlecht aus, oder? Ausweichen wäre wahrscheinlich dann noch später besser als blocken. Ein Punkt nur gekriegt. Hat sich nicht wirklich gelohnt, oder? Anmeldung ist erst morgen. Okay, wir müssen was essen. Darfst du mal wieder ein Ding reinziehen hier? Dann nimmst du noch einen Energy Drink und eine Limonade und gehen wir noch einmal auf die Baustelle. Damit wir die Werte hier nicht verlieren, bevor wir kämpfen müssen. Denn wir müssen auch wieder was zu essen besorgen. Anmelden. Kampf in 2 Tagen. Okay, einmal zu Apu. Du magst also Pizza, mein Freund. Hat ein Restaurant und hat vielleicht einen Job für dich. Achso, ja. Da waren wir doch schon. Schmeckt so, so gut, aber du solltest dich vielleicht gesünder ernähren. Danke. Vor der Arbeit... Was? Oh, der Arbeit habe ich keine Angst oder irgendwie, was stand da? Okay, wir müssen schlafen. Nee, warte, wir essen vorher was. Gehen wir noch ein Fleisch rein. Trainieren wir gleich nochmal. Nächster Kampf morgen. Schlaf dich erstmal schön aus. Okay, reicht. Dann essen wir was. Kurz einmal ein bisschen Fernsehen, um das hier wieder hochzukriegen. Beeinflusst die Effektivität beim Trainieren. Okay. Ziehen wir uns jetzt noch eine Pizza rein und dann trainieren wir hier in unserer Garage noch mal ein bisschen. Dann sollte es auch schon zum Ligakampf kommen.
Okay, der Kampf ist jetzt dran, ne? Reicht erstmal. Okay, im Kampf Energie. Na, dann kämpfen wir. Auf geht's, mein Freund. Wir arbeiten mit Dritten. Wir haben mehr HP als der. Den brauchen wir eigentlich nicht blocken. Dann können wir hier gleich noch einen Schlag reinhauen. Auf geht's. Ja, den prügeln wir weg. Ja, ich mach den Schlag doch wieder weg und nehme dafür Blocken rein. Schlag weg. Blocken bitte. Ah, die Dritte hauen schon gut rein mittlerweile. Jetzt machen wir weg. Sehr schön. Läuft. 3 Punkte dafür gekriegt, das ist sehr gut. Hey, du da, Großer. Ich bin Roy. Der Kampf war klasse. Wirklich richtig klasse, Großer. Weißt du, was groß gewinnen ist? Ich habe gerade groß an deinem Kampf gewonnen, Großer. Und ich will dir danken. Lass uns einen trinken gehen. Ich lade dich ein. Ich sollte nach dem Kampf wirklich Dampf ablassen. Warum nicht? Roy ist ein netter Kerl. Ihr könntet wirklich Freunde werden. Okay. Klasse, Großer. Gehen wir. Nach 2 oder 3 Runden gehst du in den Hinterhof. Okay. Schöner Abend, nicht wahr? Was? Ja, hallo. Ich will dir eine Frage stellen. Was weißt du über Selbstzerstörung? Triff Tyler. Du hast Tyler getroffen. Er sieht nett aus. Du solltest mehr Zeit mit ihm verbringen. What? Selbst was? Ich bevorzuge Selbstverbesserung. Hat mir mein Vater beigebracht. Verbesserung? Wie denn? Große Muskeln bekommen, Geld verdienen, neue Sachen besitzen. Du weißt, dass dein Besitz dich am Ende besitzt, nicht wahr? Hör mal, ich will nur noch ein paar Bierchen trinken und dann nach Hause gehen. Ich habe keine Idee, was genau du da von mir willst. Weißt du, für einen Kämpfer bist du ganz schön langsam. Willst du ein paar neue Narben oder nicht? Ohne Narben wirst du sterben. Komm wieder, wenn du bereit bist. Eine Lektion in Selbstzerstörung erwartet hier auf dich. Gewinne 5 Straßenkämpfe. Das ist nicht einfach, aber du schaffst das schon. Hast du dein Können? Okay. Könnten wir in der Tat schaffen, wa? Schauen wir mal. Oh Mist, ich hätte vielleicht erstmal die Skillpunkte vergeben sollen. Okay, der macht uns fertig. Wenn ich jetzt nicht ein paar gute Treffer lande, macht er uns fertig. Der macht gute Kombos, ey, was soll denn das? Oh, Alter, was? Ey, das war doch schon... Oh, nee, Mist. Das ist nicht gut. Du verlierst aber immerhin 2 Skillpunkte gekriegt. Gut. Na dann, wir wollten... nicht unter 4 sinken, genau. Hohe Rückhand. Effektiver, hoher Schlag, geschickabhängig. Das wäre, glaube ich, der nächste.
Den nehmen wir als nächstes dazu. Okay. Sollen wir hier anmelden? Und noch ein Ligakampf. Wir können auf jeden Fall jetzt erstmal hier nicht mehr unter 4 fallen. Wir sollten vielleicht noch... Wir brauchen viele Skillpunkte. Eieiei, nicht so einfach, nicht so einfach. Bar. Wir können mal kurz zum Mixbüro gehen, mal gucken, was da auf uns wartet. Denn ich habe Hunger. Frag nach Essen. Ich glaube nicht, dass du hungrig bist. Okay. Schade. Teile dein Wissen mit mir. Bringt uns leider nicht wirklich viel. Gut, jetzt müssen wir aber eigentlich noch Geld verdienen, ne? Nein, oder hier hin. Ach komm, wir machen Kaffee. Oder wir fragen nochmal nach der Pizza Spezial. Sag hallo. Hi. Apo hat mir erzählt, hier wäre eine Stelle frei. Ah, du bist das. Ich bin Casey. Hä, das hatten wir doch schon. Gibt's Neues? Frag nach der Pizza Spezial. Casey, warum ist deine Pizza so beliebt? Ich würze sie mit speziellen indischen Gewürzen. Für meine Stammkunden mache ich Pizza mit extra Gewürzen. Aha. Willst du mal probieren? Oh, schmeckt bestimmt gut. Nein, danke. Vielleicht beim nächsten Mal. Hier, nimm dir eine. So lecker und würzig. Ich hoffe, ich kann sie bald probieren. Übrigens habe ich einen Speziallieferauftrag für dich. Kein Problem, Casey. Ich kümmere mich darum. Was zum... Die Pizza ist da. Stell sie da ab. Hey, was ist mit meinem Geld? Wir haben eine Vereinbarung mit Casey. Stell die Pizza einfach dahin und hau ab. Ich weiß nichts von einer Vereinbarung. Ich brauche das Geld. Du hörst ein unheimliches Geräusch. Ninja! Dottel! Also eigentlich Alligator. Neues Ziel. Besiege Bill. Du hast gerade Bill getroffen. Er ist ein Krokodil. Du solltest mit dem Gewürz etwas mehr Acht geben. 4, 4, 5. Das schaffen wir doch gar nicht. Je mehr Ausdauer du hast, umso weniger Schaden erleidest du. Dann müssen wir seine Ausdauer auf jeden Fall runterhauen. Bin gar nicht ready für den Kampf. Alter, den kriegen wir nicht weg. Gar keinen Fall. Kannst du vergessen. Der haut uns aus dem Leben. Oder? Wir kriegen seine Ausdauer vielleicht vorher noch weg. Oh, nice. Dann kann man jetzt richtig wegprügeln, oder? Nee. Schade. Ich werde mich später rächen. Das war seltsam. Das war wirklich seltsam. Gut, dann liefern wir jetzt trotzdem noch schnell Pizza. Wir müssen unseren Kühlschrank wieder füllen. Und dann machen wir noch ein paar Übungskämpfe wahrscheinlich, damit wir ein paar Skillpunkte kriegen. Wir. Gut, aber das machen wir alles dann im nächsten Part, würde ich sagen. Hier ist erstmal Ende. Damit sage ich erstmal wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Punch Club oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut rein.